Fit kann man wirklich nicht früh genug sein. Das haben sich sicherlich auch die folgenden Kinder gedacht, die zu den stärksten Kindern der Welt gehören. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, abonniere diesen und gebe dem Video einen starken Like. Heute mit den 5 stärksten Kindern der Welt. Los geht's. Giuliano Strow. Eines der stärksten Kinder der Welt ist der Rumäne Giuliano Strow. Hinter dem ganzen harten Training steckt sein Vater. Dies hat auch dazu geführt, dass Giuliano bereits seit 2010 etliche Weltrekorde gebrochen hat. Mit seinen gerade einmal 13 Jahren hebt er fast 200 Kilo Gewicht. Wie viel kannst du denn heben? Mariana Naumova. Mariana Naumova beweist, dass auch Mädchen mit Muskelkraft überzeugen können. Sie ist gerade einmal 17 Jahre alt, kommt aus Russland und hebt über 140 Kilogramm. Ihr größtes Vorbild ist Arnold Schwarzenegger. Da sie in Russland selbst als Star gefeiert wird, konnte sie ihn sogar schon einige Male treffen und hofft darauf, dass der Schwarzenegger mal der neue Präsident der USA wird. Also ausschließen könnte man es nicht. Yang Jinglong. Auch wenn es auf dem ersten Blick nicht danach aussieht, ist auch dieser Junge einer der stärksten der Welt. Allerdings weiß niemand aus seinem Dorf genau warum. Vielleicht hat es etwas damit zu tun, dass er jeden Tag Reis isst. Das ist ja bekanntlich ein sehr beliebtes Nahrungsmittel unter den Bodybuildern. Yang Jinglong ist in seinem Heimatland jedenfalls eine echte Berühmtheit und kann sogar Autos ziehen. Andrei Kostasch. Dieser ukrainische Junge trainiert seit dem 5. Lebensjahr. Er hat einen Weltrekord gebrochen, indem er in 2 Stunden 4000 Push-Ups machte. Er war Berichten zufolge mit dieser Nummer aber ziemlich unglücklich, da er sein persönliches Bestes nicht erreicht hat. Das waren nämlich ganze 6000 Stück. Ich bin sicher, dass Andrei weiterhin an Meisterschaften teilnehmen wird und die Welt mit seiner Entschlossenheit und Kraft sicherlich bereichert. Jake Schellenschlager. Mit einer Ausbildung seit dem Alter von 11 hat dieser Teenager-Bodybuilder den Weltmeistertitel für Kniebeugenheben eindeutig verdient und kann nun über 181 Kilo heben. Sein Vater, ein Bodybuilder selbst, hat sich vermutlich geweigert, seinen Sohn den ganzen Tag Videospiele spielen zu lassen und den jungen Jake ermutigt, stattdessen Fitness zu machen. 4 kurze Jahre später ist Jake nun ein gesponserter Fitness-Promi mit zahlreichen Meistertiteln. Was haltet ihr von diesem extremen Sport in so einem jungen Alter? Gut oder eher völlig daneben? Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video ein Like und abonniert den Kanal für noch mehr coole Videos und checkt die letzten Videos ab und damit haut raus, wir hören uns das nächste Mal. Bye!